So, ja, da bin ich auch wieder. Und ja. Was steht denn jetzt auf unserem Terminkalender? Eck befreien. Oder das heißt befreien, beschützen. So. Fliegen wir mal kurz zu Eck. Das sind jetzt wahrscheinlich wieder die hellblauen oder jetzt die Konkis, die neuen Feinde von uns. Ich hoffe, es sind die hellblauen, ganz ehrlich. Ah, danke. Ich habe mich noch nie so gefreut, die hellblauen zu sehen. Weil wenn das jetzt die anderen wären, dann hätten die an, also die das Konki-Reich, also die Orangen, mehr oder weniger, hätten dann auch was gegen uns und würden uns dann auch noch mehr angreifen und das, das kann ich jetzt nicht vertragen. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Ganz ehrlich. So, was einnehmen. Und ich sehe schon, es sind jetzt drei Gruppen. Es sind keine zwei Gruppen mehr, sondern drei. Also ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr los. So. Und weiter geht's. So. Einfach mal hier rum. Und da rechts sehen wir es auch schon. So. Und die sind eigentlich auch schon wieder alle tot. Oh, ich hasse es immer, dieses ganze Geld aufzusammeln, ey. Anstatt dass sie uns das nicht einfach so geben, muss ich da immer runterfliegen und das wieder aufsammeln und alles Mögliche. Das kostet auch schon wieder viel Zeit, wenn man das jetzt mal alles zusammenrechnet. So. Fliegen wir einmal hier rum. Wir brauchen jetzt dann nicht den ganzen Weg wieder hier zurückfliegen, sondern wir können ja auch einfach einmal mehr oder weniger außen rum. So. Tot, tot, tot. Mein Gott, die brauchen es gar nicht mehr versuchen, ey. Wenn die mich jetzt noch einmal angreifen, ne? Also die hellblauen. Auf unserem Planeten. Dann reicht's aber echt, ey. Die sind jetzt so fast ganz am Arsch. Dann würden die uns immer noch angreifen, ey. Das wäre mir echt ein bisschen zu viel. Ja, dann gehe ich mal kurz auf unserem Planeten und heile mich mal. Wieder einmal gratis. Und ja. Also nicht unbedingt wegen mir, aber wegen den anderen. Und ja. Ist mir dann ein wenig sicherer alles. Ich kann mir jetzt auch wieder die ganzen Dinger hier, die ganzen Gewürze abholen, aber das wird mir jetzt ein bisschen zu lange dauern. Muss ich ehrlich sagen. Und ich habe jetzt ganz ehrlich keinen Bock, nochmal alles hier abzuklappern. Ich möchte so langsam mal die hellblauen besiegen. Denn die Orangen, das Konki-Reich, das wird nicht mehr lange warten. Das wird uns bald schon wieder angreifen. Und ich habe keine Lust darauf. Deswegen. Ja, nur mal so nebenbei jetzt. Ich hatte ja schon im letzten, in der letzten Folge irgendwann mal angesprochen, dass ich auch bald eventuell Wii-Spiele aufnehmen werde und oder aufnehmen kann. Wo wollen die denn jetzt hin? Und ja, boah, hier sind drei Stück direkt nebeneinander. Das ist gemein. Und das wird auch bedeuten, dass es viele letzte Shows geben wird. Oder letzte Review oder so. Da muss ich noch mal gucken, was ich mir da zusammenbasteln werde. Ey, komm schon. Flieg näher ran. So und so und so. Einfach alles zerstören, was hier irgendwie schießt. So, den auch noch. So, und dann mal kurz ein paar, nur eine Bombe loslassen. Dann war's das schon mit dieser Stadt hier. Oh, es stockt schon wieder. So, ja, ein Verbündeter ist schon wieder tot, und zwar der neue Verbündete. Und ja, ist auch schon wieder einer.
So, die haben jetzt auch schon wieder aufgegeben, aber das reicht mir nicht. Ich möchte die Stadt zerstören. Dann nehmen wir übrigens auch nochmal wieder ein bisschen was ein. Ist nie schlecht. Bäm, mit ja nur eine Bombe habe ich ein Fahrzeug getroffen. Oder ein Raumschiff von denen. Also wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht. Oh. Kommt schon. Seid doch nicht so. So, nochmal 51.000 eingenommen. Immerhin. Ist ja doch schon ein bisschen was. So, auf zum nächsten. Kaputt machen, alles kaputt machen. Zack. Zack. Also der neue Laser ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Er sieht viel mehr. So, und hier mache ich jetzt auch erstmal die Geschütze kaputt, denn die können natürlich auch rüberschießen. Und ja, viele Flugzeuge oder viele Raumschiffe fliegen hier ja jetzt nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt noch jetzt erstmal versuche. Wieso ist denn das jetzt so orange-braun, das Zeichen? Keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich eine Stadt zerstören müssen und den Rest nehme ich dann ein oder so. Denn ich möchte ja noch ein bisschen was für mich haben, behalten. So, das können wir noch kurz klauen. Obwohl, ich nehme jetzt alle ein. Komm. Wollen wir nicht so sein. So, da ist schon wieder ein so ein Typ. 300 Leben. Ist nicht viel. Tot. Sehr viel kann nicht mehr kommen. So, ein mit 100 Leben ist tot. So, auch einnehmen. Ja, das Blöde bei diesen nur eine Bombe ist, dass sie nicht immer so fliegen, wie man das will, oder dass sie nicht dahin fliegen, wo man richtig hinzielt, sondern auch mal ein bisschen abweichen. Deswegen klicke ich einfach mal irgendwo hin und nicht irgendwie gezielt. Ja, da ist er. Tot. Was war das? Aber ich möchte gar keine Bewohner. Ja, das verärgert die jetzt. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich wollte eigentlich nur die Gewürze mitnehmen. Und nicht die Bewohner. Hier. Kannst du haben. So, weiter zum nächsten, würde ich sagen. Dann fange ich jetzt mal erst den hier ab. Denn ich kann den nicht bei den anderen Geschützen gebrauchen, ganz ehrlich. Ich habe sondern noch die Hälfte meiner ganzen Leben, also von dem ganzen Leben. Aber trotzdem kann ich das nicht gebrauchen. Denn das wird so langsam knapp. Ich bin ja auch nur noch alleine. Die Schild könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Muss ich wirklich sagen. Aber naja, es ist wirklich nur für kurze Zeit. Ich hatte das früher schon mal. Es ist wohl gut, aber... Ah, fuck, meine Energie geht zum Neige. Scheiße. Das ist nicht so gut. Um die Leben mache ich mir jetzt gar keine Sorgen mehr, eigentlich. Mehr um die... Energie. Denn alles, was wir benutzen, kostet Energie, glaube ich. Oder zumindest der Laser. Also unsere Hauptwaffe. So, komm, nochmal nur eine Bombe hin und dann... Zack, aufgegeben. Eva wird vom Piraten geplündert. Ja, komm, das ist mir jetzt scheißegal. Ich fliege jetzt einmal kurz hier nebenan, hol mir die Gewürze ab, lad mich voll auf. Und dann geht das. Ich beschütze jetzt nicht Eva noch vor Piraten. Dann haben die hier wieder ihre ganzen Kolonien wieder. Und dann bringt mir das auch nichts mehr. Was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass man immer ganz nah ranfliegen muss. Dass man nicht einfach zu jedem Stern hingehen kann und das dann schon da machen kann. Ja, ich hole mir erstmal nichts, denn die kann ich mir auch billiger holen. So, aber heilen werde ich mich. Ja. Können die ruhig ausrauben jetzt. Die können sowieso nur maximal 10 klauen, also von daher ist mir das doch egal. Die haben mir sogar egal, wenn die Spore ausrauben würden. Da verdienen die sowieso so wenig und das sind doch nur rote. Oh fuck, jetzt ist hier wieder ordentlich was los. Naja, gut, das sind ja nur so 100 Raumschiffe. Dazu habe ich auch noch mein Geschütz. Das reicht mir dann.
So, hier ist noch was. Ist immer ein bisschen blöd mit dem Laser zu zielen, aber naja. So, sind hier noch Geschütze? Sieht eigentlich nicht so aus, nein. Weil ich die schon zerstört hatte das letzte Mal, ne? Ja. Ich glaube schon. So. Das reicht, glaube ich, wenn ich so mache. Na komm. Bisschen Spaß muss sein. Lalala, ja komm, die Raketen können mich ruhig treffen, das ist mir egal. Die ziehen mir nur 100. So. Und zum nächsten. Ah, das sind jetzt aber wieder Geschütze, ne? Komm, das wird doch schon so gehen. So, gleich habe ich den. Eroberungssystem. Ich beanspruche diesen Ort für mich. Oh, ein Planet neu. Ich habe 7 Sternsysteme kolonisiert. Die hellblauen waren einmal. Und ich habe 4 neue Städte hier. 5, um genau zu sein. Erobererplakette 2. Protonenraketen. Also davon die normalen. Brauche ich eigentlich nicht. Reicht 2 Plakette. Wolkensauger, Wolkenanhäufer, die werde ich mir als nächstes holen. So, eine kleine Belohnung bekomme ich vielleicht auch noch, weil ich jetzt 7 Dinger eingenommen habe. So, Protonenraketen sind gar nicht mal so teuer. Ich behalte es trotzdem erstmal für mich. So, und jetzt wird's teuer, glaube ich. Jetzt muss ich mich erstmal hier alles aufbauen. Jede einzelne Stadt. So, Geschütze. Erstmal ein paar Geschütze und dann ja komm, verkaufen sie mal alle. Das sind nur stumpfe Häuser, das bringt einem ja überhaupt nichts, das kostet dir nur. So, rote Gewürze leider nur, aber egal, hier können 25 drauf und ich verdiene viel mit diesen, mit dieser Art von Gewürzen. Ja, komm. So, machen wir das auch nochmal, oder? Na, komm. Machen wir das so. Da noch einmal ein Unterhaltungsgebäude, denn die brauchen wir natürlich auch noch. Häuser, komm da hin. Unterhaltungsgebäude. Eigentlich wird das schon reichen, aber ich kann noch mehr hinbauen. Ich glaube, da packe ich dann lieber noch ein paar Geschütze hin. Oh, da passt ja noch was hin, ey. Wie viel soll ich denn hier nur dran bauen? Ganz ehrlich. Würde mir das mehr bringen? Ey, weg mit dem. Das bringt mir eins. Also ein Freundschaft das auch. Oder was heißt Freundschaft? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ey, mehr kann ich nicht bauen. Was wollen die von mir? So, jetzt. Also das ist jetzt die übelste Stadt auf jeden Fall. 75,6 die Stunde. Das ist auch schon mal gut. Also das gefällt mir hier eigentlich auch schon ganz gut, wie wir es hier aufgebaut haben. Allerdings fehlen mir da ein wenig die Zufriedenheiten. Und das ist auch ein bisschen blöd gebaut. Das kann man besser machen. Oder? Ach komm, lass mal so. Dann kommt da noch ein bisschen zum Verdienen hin, also eine Fabrik. Und da kommt nochmal sowas hin. Also jetzt nochmal genau die gleiche Stadt, mehr oder weniger. Ach du Scheiße, sind das alles große Städte hier, ey. So viel Geld habe ich gar nicht, um die alle richtig auszurüsten. Du Scheiße, ey. Also auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal alle zufrieden und das reicht mir dann erstmal. Dass sie jetzt perfekt verdienen, ist mir jetzt auch egal. Erstmal nur alle zufrieden, damit die nicht rummeckern. Ja, komm, so und da auch noch mal eins hin. Ja, komm, da kann ich hier auch noch mal kurz sowas hinbauen.